Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dustin Elysian Tale. Ja, wir wurden verflucht und der einzige Weg, diesen Fluch zu brechen, ist uns töten zu lassen. Dafür gehen wir jetzt einfach mal hier in diese Höhlen. Nein, das ist doch nicht die beste Wahl, denke ich. Bauernhof, Weihestätte, Schützenpass, der Wald, Efeutal. Der Wald vielleicht eher? Auch nicht so wirklich. Lichtung. Ah, versuchen wir es doch in den Höhen. Genau, ihr da. Bringt mich um. Was zur Hölle? Ja, genau, danke. Did that do it? Are you okay now? I think so, yeah. As soon as I took that killing blow, I felt something. Like a weight lifted. We should check in with Reed. Yeah. Yeah. The sooner you get rid of that box, the better. Gut, jetzt muss ich erstmal kurz die Vergiftung heilen. Davon haben wir ja genug Pilze. Ach, kein Ausweg, weil du noch lebst. So. Das war gerade krass. Dorf Aurora. Für dich haben wir noch nicht die nötigen Materialien. Hast du uns noch was zu sagen, vielleicht? Thank you, Dust. We are indebted to you for your help. Best of luck on your quest. Nö. Du hast nichts mehr zu sagen. Du, für dich haben wir doch die Combo offen. I'd love it if you could do a 1000 hit combo. That'd be so. Ja, und seine Schwester hat auch nichts zu sagen, oder? Thank you so much for bringing Corbin back. I'll make sure he doesn't run off again. Well, don't be too rough on him, Colleen. He's been through a lot. Take care. Okay, sie hat auch nichts Neues zu sagen. Ah, Händler. Welcome back. Okay, erst einmal Verkaufsmodus. Was haben wir denn da? Den da können wir verkaufen und den da können wir verkaufen. Weil der ist am besten. Da haben wir nichts Neues. Hier haben wir den Schleimpanzer. Ringemäßig können wir beide verkaufen. Die will keiner. Teleportsteine brauchen wir vielleicht noch. Okay, hier müssen wir jetzt gucken. Was haben wir denn noch nicht? Diesen Funken. Steinpanzer. Trollfinger, aber den haben wir gar nicht, gar keinen mehr. Oh, das müsste es gewesen sein. Kaufmodus. Hast du was Interessantes für uns? Außer den letzten Schlüssel, den nehmen wir gerne auch noch mit. Ringe, hast du nichts Besseres als das, was wir haben? Oh, er hat zur Abwechslung mal neue Rüstungen. Aber scheinbar nichts, was wir gebrauchen könnten. Nur den hässlichen Anhänger. Brauchen wir Heilmittel? Nein, brauchen wir nicht. Ja, ja, wir sollen unseren reichen Freunden Bescheid sagen. Oneida? Ja, wir haben ihm seine Uhr zurückgegeben. So. Ginger ist nicht mehr hier, wie gesagt, nur du Verrückter hier, ich bring dich um. You were right, Reed. Somehow that killing blow managed to shake the presence free. I'm back to my normal self again. Ja, Gott sei Dank. I'm glad that's the case. Anyway, I was planning on using this revival stone on you if my plan didn't work. But it should still serve as an adequate reward. Wait, what do you mean if your plan didn't work?
Well, it did, didn't it? So now I have no use for this revival stone, and you can take it. Hopefully you'll never have to use it. Yes, well, you keep that box under lock and key. We're just lucky that kid down in Mudpod had the common sense not to open it. I will never let it out of my sight again. It's my burden to bear, after all. Good luck, Dust. What else whispers to me? No. No, we can't be. The trees? The trees themselves whisper an ancient song. Somebody must chop them all down to silence their lies. Ich glaube, hier hilft. Ich glaube, hier hilft nicht mal mehr der Psychiater. Oh Gott. Also gut, jetzt gucken wir noch mal hier runter. Denn ich würde gerne mal die den Kampfplatz hier machen. Das müsste Nummer 2 sein. Genau. W im Laden nachsehen. Achso, Dings, Bestleistung. 10.500 brauchen wir für... So, für die... für die nächste... für 4 Sterne, so war's. Oh, und hier gibt's ganz schön viele Lampen. Und ich sollte mal meinen Heilgegenstand umstellen wieder. Weil wir haben so einen Tentakel gekriegt. So. Wow. Nur von den Flammen treffen lassen. Es gibt nämlich dicke Abzüge. Wow. Sondern immer schön. Au. Rennen ist nicht gut. Au, das war auch nicht so toll. Da ist noch eine Lampe. So, euch weg. Und durch. Bei 3 Sekunden, 1/3 Sekunde oder was übrig geblieben ist. Nein, 4 Sterne schaffen wir nicht, aber wenigstens 3. Gut, was kriegen wir dafür? Ein Taucheranzug. Sehr schön. Auch wenn das irgendwie unsinnig ist, dass ein Taucheranzug besser ist als... nein, ich wollte eigentlich gar nicht Zeit starten. Da scheint noch irgendein Gegenstand drin zu sein. Hm, aber den suche ich jetzt nicht. Ich will nochmal kurz hier eins weiter unten gucken. Wow. Oh, das rote Resonanztor geht auf. Damit dürften wir jetzt hinkommen. Okay, wir können jederzeit runterfallen. Und uns wieder hochporten. Praktisch. Und ja, da haben wir sogar unser Secret. Wir haben sogar Explosionsbomben. So. Was gibt's hier? Zwei Schlüssel. Explosionsbomben. Und eine Kiste. Die öffnen wir doch mal. Okay, das sind jetzt wieder 6 Schlösser zum Entriegeln.
Und wen haben wir befreit? Irgendeine Ducktails-Ente? So sieht sie jedenfalls aus. Okay, krasse Leute zu befreien. Das heißt aber, hier gibt es soweit dann nichts mehr. Jetzt können wir wieder hier hoch. Und haben laut Karte nur noch den einen Schatz hier. Aber das war's dann auch schon. Please, Dust, go there and see if she's safe. I'll be following, but I'm no fight. If you insist on coming. Yeah. Ja, das kennen wir schon. So. Dann würde ich mal sagen. Gehen wir jetzt weiter ins nächste Gebiet. Fidget pennt mal wieder. Okay, Sorgenwiese. Kapitel 3. Liebe. Okay. Okay, das sieht nicht gerade nach einem einladenden Ort aus. Was machst du denn hier? Well, I don't believe it. Dust? Dust, is that you, mate? Was machst du? Dustin, what are you doing all the way out here? Why, I'm heeding the call of grand adventure. Venturing forth to seek my fortune in the wilds of this great, untamed wilderness. Er ist Balabala. Actually, Cora asked me to show her the way to some old meadow. Okay. The Sorrowing Meadow. Right, that's it. Never was straight with names and faces and words. Ah, du bist hohl in der Birne. Did she say why she wanted to come here? This place is pretty bleak. Nope. Just asked me to show her the way. Soon as she wandered into the meadow, this crazy magic barrier showed up. Right inconvenience, that is. Okay. Looks like we're not getting up these mountains then. You say Cora just wandered off into the meadow? She may not look it, but she's a speedy little bugger. Right. Well, we'd better go look for her. This meadow isn't safe. Augustin, if you're not going to go back to Aurora, you'd better wait here. Mm-hmm. Way ahead of you, mate. I wait around better than anyone. Good luck out there. Der bringt sie einfach auf die Sorgenwiese. Dieser Ort sieht unheimlich aus. Aber trotzdem immer noch schön gezeichnet und mit Grabsteinen. Wie groß ist es hier? Oh, schon größer. Hallo, alte Kathedrale. Hallo, Zombies. Die Sorgenwiese. Hey, mit denen lässt sich gut Kombo-Punkte machen. Müssen nur ein paar mehr davon kommen. Ja, das klappt sehr gut sogar, diese Kombos. Wir haben schon über 300. Ich wette, wenn wir hier den Talisman sogar noch anlegen würden, der uns schwächer macht, kommen wir hier ganz leicht an die Kombos-Punkte ran. Hallo, Großer. Wow, fliegende Insekten. Ja, fliegende Rieseninsekten meinte ich. Dass Insekten fliegen können, ist größtenteils bekannt. Also bei den meisten Insekten. Au.
Spawnst du die Dinger etwa? Ja, du spawnst die Dinger. Und auch Materialien, sehr gut. Oh, ein neuer Ring. Ring des Lehrlings. Schalten wir mal bei Fidget auf Firebeam um. Er ist hier in dem Fall ja doch praktischer, vor allem weil er alles trifft. Genau so nämlich. Wirkliche Leckerei mal wieder. Okay, wieder so ein explodierender Zombie. Ja, also wenn ich das mit den 1000 Kompos mache, dann nehme ich die andere Fähigkeit von Fidget. Ich glaube, damit habe ich bessere Kombo-Chancen. Aber hier mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.